Deutschlandfunk. Hörspiel. Günter Eichs Hörspiele sind längst Hörspielgeschichte, üben aber immer wieder einen besonderen Reiz aus, der allen seinen geheimnisvollen Geschichten innewohnt. Der nun folgende Hörspielklassiker spielt in der bunten Abenteuerwelt der orientalischen Märchen. Und wieder, wie auch in seinen späteren Stücken, begegnet man der Frage, wie und ob der einzelne Mensch zu seinem Schicksal Ja sagen kann. In den Hauptrollen hören Sie Dagmar Altrichter, Franze Roloff, Peter Lühr, Jürgen Goslar, Kurt Lieck und Walter Richter. Geh nicht nach El-Kuwait oder der zweifache Tod des Kaufmanns Muhallab. Ein Hörspiel von Günter Eich. Elit! Ja? Reite mit mir voraus! Ihr seid ungeduldig. Tiere sind schwer beladen. Ich treibe sie nicht an, aber meine Sehnsucht schleicht nicht auf Kamelsfüßen. 5 Tage reisen nur bis Damaskus. Erst von El-Kuwait aus. Du rechnest ungenau, Welit. Deswegen bist du auch nicht mehr geworden als mein Diener. Ich wünsche mir nichts anderes. Das Rechnen sei bei euch. Ihr seid der Kaufmann. Bin ich knauserig, Welit. Nicht mit Piastern, aber mit der Zeit. Nicht mit Piastern, aber mit der Zeit, das ist wahr. Noch 5 Nachtlager in schmutzigen Herbergen, noch 5 Kerben im Bambusstock, noch 5x5 der Ruf des Muezzin, 5x5 das Antlitz nach Mekka. Aber was kümmerte mich diese Zahl? Stünde dahinter nicht. Was, Welit? Fatime. Fatime, ja. Sprich von Fatime. Herr, sie wird eure Frau werden, nicht meine. Sprich, als wäre sie deine Geliebte, Welit. Ja. Ist dunkel wie die mondlose Nacht. Ah, warum sprechen nicht alle von ihr? Ich dürste danach, von ihr zu hören. Ihr Auge setzt in Flammen, wen sie anblickt. Mehr. Ihre Brauen sind gebogen wie das Horn des Mondes. Ihre Wangen sind samten wie der Pfirsich. Du liebst sie, Welit. Herr, sage, dass du sie liebst. Ich liebe sie. Gut. Aber wer wird sie besitzen? Muhallab. Der Kaufmann. Alle lieben Fatime, aber ich werde sie besitzen. Sprich weiter. Sie gleicht der Gazelle an Wuchs. Ihre Worte sind lieblich. Ihr Mund... Still! Den Mund kenne nur ich. Aber sag dieses, Welit. Was führen wir aus Indien heim? Die Kamele sind beladen mit Seide, mit Teppichen, mit Häuten, mit Gewürz. Und alles... Für Fatime. Alles für Fatime. Oh Herr, ihr schwärmt. Wann käme Fatime in die Speicher? Nüchterner. Und gehören nicht die Waren eurem Schwager Hassan und euch? Und du wirfst mir vor, dass ich rechne, Welit. Hätte ich die Reise gemacht, wenn Fatime nicht wäre, hätte ich Gewinn gehäuft. Wäre sie nicht mein Ziel? Gut, dass wir bald nach Damaskus kommen. Müsste ich euch noch länger täglich sagen, dass ich Fatime liebe... Am Ende liebte ich sie wirklich. Ich befehle dir, sie zu lieben, Welit. Beneideter Besitz ist köstlicher. Herr, ich sehe El-Kuwait. Die Hütten dort im Tal? Es ist größer, als es von hier sich ansieht. Halt an, Welit. Was ist euch, Herr? Ich habe diese Häuser schon einmal gesehen. Ihr sagtet, ihr wäret noch nie in El-Kuwait gewesen. Nie. Mancher Ort sieht ähnlich aus. Es ist nichts Besonderes daran. Häuser, Gärten, Dattelhaine. Es waren diese Häuser, diese Gärten, diese Palmen, die ich gesehen habe. Jeder kennt das. Das Gefühl, man hätte etwas schon einmal gesehen, einen Augenblick schon einmal erlebt. Ich sage nicht, dass es etwas Besonderes sei. Reiten wir weiter. Thank you.
ein Bettler. Allah möge euch schützen, seht meine Krücken, die Lumpen, die eiternden Schweren. Allah schütze eure Wohlgestalt und die eures Weibes, er schütze euren Reichtum und eure Reise. Halt an, Welit. Da. Herr, ihr warft mir 3 Piaster zu. Oh, ich küsse euren Steigbügel. Ich küsse die Knie eures Kamels. Weiter. Halt, Kaufmann. Was hältst du mir in die Zügel? Es ist um deinetwillen, Kaufmann. Gib ihm die Peitsche. Er verträgt die Piaster nicht. Hört nicht auf ihn, Herr. Hört auf mich. Was siehst du mich so an, Zerlumpter? Wo sah ich deine Augen schon? Nirgends, Herr. Und überall. Geh. Dein Blick macht mich traurig. Ich gehe, aber hör noch dies, Kaufmann. Wenn du Mualad bist, geh nicht nach El-Kuwait. Woher kennst du mich? Warum soll ich nicht nach El-Kuwait gehen? Lebt wohl, Herr. Allah möge euch schützen. Nun, Herr, zögert ihr weiterzureiten? Nein. Also nach El-Kuwait. Sollte ich eines Bettlers wegen umkehren? Warum haltet ihr, Herr? Die Karawanserei ist am anderen Ende von El-Kuwait. Die Schmiede. Welit. Ich dachte, solche hätten wir in Damaskus genug. Dieser Augenblick war schon einmal. Wir beide, unsere Kamele anhaltend, auf der schmutzigen Straße von El-Kuwait. Ein räudiger Hund, demütig und feige vor uns im Staub. Bazar und sein Geschwätz. Das Rot eines Teppichs, der aus einem Fenster hängt. Und die Schmiede. Warum die Schmiede? Ja, dieser Augenblick war schon einmal. Und er erfüllt mich mit Trauer. Der Bettler vor der Stadt sei verflucht. Seine Worte sind wie Widerhaken. Wie kann man sie herausziehen aus eurem Herzen? Es war nicht der Bettler. Er sprach nur aus, was mir auf der Zunge lag, Welit. Willi, die Schmiede. Und das Hämmern ist mein eigener Herzschlag. Gleich wird etwas geschehen, wovor ich Angst habe, Willi. Ich sage euch, Herr, es ist nichts als der Bettler. Ich muss an Fatime denken, das half mir immer. Ja. Was, Herr? Auch ihr Bild hat einen Schatten. Ich kann mich nicht deutlich auf sie besinnen. Hilf mir, Welit. Das ist leicht, Herr. Denn seht die Verschleierte dort. Sie ist von Fatimes Gestalt. Ja. Sie scheint auf uns zu blicken. Sie dreht sich um und geht fort. Doch vorher winkte sie. Es ist ein Mädchen, das euch gefällig sein möchte, Herr. Merkwürdig. Das ist Fatimes Schritt. Komm, lass uns sehen, wo sie hingeht. Herr, was kümmert euch die Dirne? Komm. Sie ist verschwunden. Lasst sie, Herr. Reiten wir in die Herberge. Warum sagte der Bettler, ich solle nicht nach El-Kuwait gehen? Verscheucht euren Trübsinn. Immer half euch die Erinnerung an Fatime. Versucht es auch heute. Ich erinnere mich nicht. Ihr Haar ist dunkel wie die mondlose Nacht. Ihr Auge setzt in Flammen, wen sie anblickt. Ihre Brauen sind gebogen wie das Horn des Mondes. Ihre Wangen samten wie der Pfirsich. Sie gleicht der Gazelle an Wuchs. Halt ein, Welit. War die Verschleierte nicht Fatime?
120 Kamele. Geladen sind Seide, Teppiche, Häute, Gewürz. Bewaffnete? Ungefähr 50. Ich winkte Mualab und er folgte mir. Schweig. Die Kamele sind entladen, Mualab und Welid in der Herberge. Die Bewaffneten? Bei den Kamelen. Mualab gefällt mir. Er hat traurige Augen, das liebe ich. Schweig. Seine Augen werden noch trauriger werden. Aber nicht durch mich, Omar. Auch durch dich, Trug. Lockvögel enttäuschen. Meinst du? Ich werde dafür sorgen, dass du ihn enttäuschst. Du rufst uns, indem die Kerze verlöscht wird. Ich warnte ihn, nach Elkovic zu gehen. Du warntest ihn? Er schenkte mir 3 Piaster. Jesid, für 3 Piaster wirfst du 10.000 hin? Ja, wir werden sie leichter bekommen, denn meine Warnung verwirrte ihn. Dir fehlt es an Einbildungskraft, Omar. Und dir? An den Muskeln, ich bin zu alt. Aber mir ist mein Kopf lieber. Nun halt ein mit deinem Geschwätz. Wir müssen beide schweigen, Yesid. Wir haben Wichtigeres zu tun. Warum rufst du die Magd? Willst du Mualab um Mitternacht wecken lassen? Mir wäre es recht. Herr, ihr riefet nach mir? Geh jetzt zu Mualab. Man hört die Schmiede bis hierher, Welid. Dabei ist sie weit entfernt. Es ist Abend, Herr. Und es schlägt kein Hammer mehr. Das ist schlimm. Die Nacht wird mir laut. Hörst du die Ratten pfeifen? Sie pfeifen in jeder Herberge. Ihr bemerktet es nie. Ich sage dir ja, dass es schlimm ist. Wollt ihr schlafen gehen, Herr? Nein. Die Spinnen weben noch. In den Ritzen wachen die Skorpione. Welid, ich werde nie nach Damaskus kommen. Allah beschütze euch. Welche Gedanken suchen euch ein? Kennst du mich als Träumer, Welid? Ja, wenn ihr an Fatime dacht. Still, sprich nicht von Fatime. Sie ist in der Nähe. Sie hört uns vielleicht. Sie ist in der Nähe. Aber ihr Haar ist nicht mehr schwarz wie die Nacht. Der Mond ihrer Brauen ging unter, Welid. Und der Pfirsich verfault. Ihr Kopf ein beinerner Schädel, mein Welid. Leere Augenhöhlen, fleischlos. Aber du wirst sie anders sehen und wirst sie lieben. Ihr fiebert. Wahrscheinlich. Aber sag, ob du mich als Träumer kennst. Ihr seid kühl, Herr, und rechnet gut. Sehe ich Gespenster, bin ich feige. Nein. Sahst du mich unentschlossen, weibisch? Nie. Das alles bin ich jetzt. Seit heute. Seit ich von den Hügeln herab El-Kuwait sah. Der Bettler. Nicht der Bettler. Ich. Ihr seid einmal hier gewesen, ohne es zu wissen, als Kind vielleicht. Das kommt wieder. Mit dem Flügel einer Lerche, mit einem Ton, mit einem Geruch. Warum lacht ihr? Du bläst Berge an und meinst, sie sollen fallen. Ach Herr, ich werfe eher einen Stein nach dem Schatten. Ist das besser? Nein. Aber wohin soll ich werfen? Ich hatte Fatime für meine Träume. So brauchten sie in meinem Leben keinen anderen Platz. Aber in El-Kuwait ist kein Platz für Fatime. Herr, so wollen wir aufbrechen. Jetzt, in der Nacht. Die Kamele sind getränkt. Wir reiten ein paar Stunden und lagern am Wege, wie wir es oft getan haben. Nein. Kommt, Herr. Ich sehe, das ist kein Ort für euch. Welid. Es ist zu spät. Zu spät? Seid ihr nicht frei zu tun, was euch beliebt? Du hörst es nicht, Welid, wie die Kette geschmiedet wird. Sie wird immer fester. Ihr seid krank, Herr. Die Gesunden durchschauen die Welt nicht. In einer Stunde ist alles aufbruchbereit. Zu spät. Hör doch. Schritte. Tritt herein. Was willst du, Weib?
Wer bist du? Ich komme zu Mohalab, dem Kaufmann. Seid ihr's? Ich bin's. Wer schickt dich? Meine Herrin. Sie heißt Fatime. Sie winkt euch, Herr. Wir kennen sie nicht. Ich kenne sie. Ihr kennt sie, Kaufmann Mohalab. Was wünscht deine Herrin? Nichts von Mohalabs Diener. Was wünscht deine Herrin? Mohalab, der Kaufmann, möge mir folgen, damit ich ihn zu meiner Herrin führe. Mohalab ist krank, er kann nicht kommen. Ist dir das nicht Antwort genug? Was wartest du? Geh. Ich gehe mit dir. Meine Herrin kennt die Arznei für eure Krankheit, Mohalab. Geht nicht, Herr, geht nicht. Erwarte meine Nachricht, Welid. Ich erwarte euch selbst. Leb wohl, Welid. Allah möge euch schützen, Herr. Allah schützt, wen er will. Ich gehe euch voran. Ich zeige euch den Weg. Wo ist der Mond? Es ist Neumond, Herr. Schlechte Zeit, um aus dem Haus zu gehen. Gute Zeit für die Liebe. Liebe? Erwartest du, dass ich an Liebe denke? In diesen Gassen? Sie sind nicht wohlriechend, Herr. Aber ich führe euch in ein schönes Haus. Ein ambraduftendes Lager. Mich ekelt dein Lachen, Kuppler. Räucherkerzen, wenn ihr wollt. Weiche Teppiche. Schweig! Aber ihr gingt mit mir. Mich treibt das Gleiche, was die Hunde heulen lässt. Ah, das dachte ich mir. Was dachtest du? Wenn es nicht die Wollust ist, ist es die Angst. Es muss noch etwas anderes sein. Die Erinnerung. Die Nicht-Erinnerung. Das, was auf der Zunge schwebt und nicht über die Lippen will. Ein Zauberwort, wie? Trug wird euch die Lippen lösen. Trug? So heißt meine Herrin. Das ist nicht meine Herrin. Kam euch dieser Gedanke, dann ist sie es. Nein. Habt ihr Angst? Ich vergaß den Dolch nicht. Den Dolch? Was bleibst du stehen? Sind wir angelangt? Nein. Aber mich wundert es, dass du meintest, deine Waffe zu brauchen. Verwundert dich das? Dann tat ich recht. Um die Ecke hier. Und wenn ich zurückginge? Hört nicht die Reden meines zahnlosen Maules. Ihr geht nicht zu mir, sondern zu Trug. Ich bin gewiss, dass ich ein anderes Ziel habe. Welches denn, Herr? Welches? Ich weiß nur, dass ich es habe. So kommt. Hier, die Stufen hinauf. Hier ist unser Ziel. Hier, durch die Tür. Trug ist vollkommenen Leibes, Herr. Ich führe euch zur Vollkommenheit. Herrin, ich bringe euch euren Gast. Gut. Lass uns allein. Ich grüße dich, Mohalab. Ich grüße dich, Trug. Komm näher. Tu deinen Schleier ab, Trug, dass ich dein Gesicht sehe. Du wirst enttäuscht sein. Nun? Was schaust du mich so prüfend an? Ich kenne dich nicht. Woher auch? Ich erwarte aber, dich zu kennen. Weil ich dich rufen ließ? Nein, nicht dich zu kennen, aber mich auf dich zu besinnen. Ich bin kein Geist, Mohalab. Sehe ich. Ich habe Hände, Haut, Hals. Warum ziehst du deine Hand zurück? Deine Haut verbrennt mich. Lass dich verbrennen. Verbrennt mich, wie mich Eis verbrennt. Eis? Ist selten in unserem Land. Ich kenne es nicht.
Du bist weit gereist. Du bist wie Eis. Weil ich fürchte, dass irgendwo in dir die Erinnerung lauert. Ich ahne, dass die Erinnerung schrecklich ist. Moala. Aber vielleicht bin ich deswegen nach El Kuwait gekommen. Ja, deswegen. Ich fiebere. Ich weiß nicht, ob es mein Leib ist. Ich würde ihn verachten dafür. Willst du essen? Trinken? Nichts. Komm näher, Moala. Setz dich zu mir. Wundert es dich nicht, dass ich kam? Wundert es dich nicht, dass ich dich rief? Ich hörte den Hammer der Schmiede, ich hörte das Geheul der Hunde, ich hörte Velid, meinen Diener. Alles warnte mich. Aber es stieß mich auch fort. Zu mir. Aus dem Sichern. Fort. Aber warum? Warum? Weil du ahntest, dass ich schön bin? Weil ich dir winkte? Sag ja. Nein. Lüg wenigstens. In Persien erlebte ich einmal ein Erdbeben. Kennst du das, wenn die Erde nicht mehr sicher ist, auf der du stehst? Meine Erde ist sicher. Ich müsste wissen, wer es dir eingab, mir zu winken. Niemand. Niemand, aber wer ist das? Es war eine Laune. Weil du mir gefielst. Der Hauch Allahs, wenn du willst. Der Hauch Allahs. Und das sagst du so hin? Ich winkte dir aus dem gleichen Grund, aus dem du kamst. Dann müsstest du nachdenken, woher du mich kennst. Vielleicht kenne ich dich. Woher? Aus meinem Traum. Ich muss mehr von dir wissen. Dann werde ich den Schlüssel finden. Ach, nichts wissen, Morlap. Ich will nicht, dass du etwas weißt. Mein Mund, mein Haar, meine Haut ist da. Das ist doch genug. Ich will wissen, in wessen Leben ich gehöre, Trug. In El Kuwait begriff ich, dass ich zu sicher war. Nie vor dem war ich hier. Oder eben doch. Jetzt gehörst du in mein Leben. Wann kamst du nach El Kuwait? Frag nicht, Moala. Ich möchte nicht lügen. Warum müsstest du lügen? Ich müsste es, lass das genug sein. Was in dir ist, ohne dass du es weißt, das muss ich dir entreißen. Ich fürchte mich vor dir, Moala. Wir fürchten uns voreinander. Ich wollte, dass du anders bei mir wärst. Ich bin nicht gekommen, um dich zu lieben, Trug. Wie kannst du anders etwas erfahren? Lügst du dann weniger? Und wenn es nun so wäre, dass ich lüge? Sprich weiter. Ich spreche schon zu viel. Das wäre es also, dass du lügst. Vergiss, was ich sagte. Ich nahm diesen Dolch mit zu dir, weil die Nacht finster war. Hier ist Licht, aber es ist noch finsterer. Nein! Nicht den Dolch. Ich werfe ihn von mir. Sieh, ich bin wehrlos. Jetzt kannst du alles sagen. Wie soll ich dir sagen, was ich nicht weiß, Moala? Umschlinge mich nicht mit deinen Armen, sei barmherzig. Still. Ich weiß, wie ich es dir sagen kann, Moala. Wenn du mich umarmst, wirst du alles wissen. Nein, geh nicht fort, Moala. Die Zeit ist kurz. Nutze sie. Die Zeit ist kurz. Begann nicht eben erst die Nacht? Sie vergeht schnell. Aber höre, was ich dir sage. Du musst sterben, wenn du dein Geheimnis nicht preisgibst. Ja, dann lass mich sterben. Lösche die Kerze, Mohalab. Hier. Meine Hand. Mein Mund. Moala! Es ist zu spät. Herein mit den Fackeln! Was bedeutet das, Trug? Es bedeutet, Moala, dass ich deinen Dolch aufhob und in meinen Gürtel tat. Wer bist du? Fessel dich! Hunde! Warum wehrst du dich, Dummkopf? Willst du gegen 20 kämpfen? Wusstest du das, Druck? Ich wusste es. Deswegen ließ ich dich rufen. Freilich. Du sagtest ja, dass du lügst. Ich log.
Aber ich war auch ehrlich, Mohalab. Was wollt ihr? Geld? Ich habe kein Geld. Du musst das nicht so wörtlich nehmen. Du kamst mit deiner Karawane. Ich kann über die Waren nicht alleine verfügen. Oh, 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 Mohalab. Darüber machen wir uns keine Gedanken. Warum habt ihr die Karawane nicht überfallen? Wir hoffen, dass es so einfacher geht. Wir sind nicht dafür, ein besonderes Aufsehen zu erregen. Hast du dich inzwischen beruhigt? Ich würde dann nämlich vorschlagen, deine Fesseln zu lösen. Ich möchte mich freundschaftlich mit dir unterhalten und einigen. Das Angebot deiner Freundschaft rührt mich. Danke. Löst ihm die Fesseln. Ein schlechter Hinterhalt. Mich beruhigt diese Räuberei. Nicht wahr? Ein ehrlicher Räuber ist beruhigender als eine ungewisse Zukunft. Wir werden uns prächtig verstehen. Du bist schnell zu beruhigen, Mohalab. Enttäuscht dich das? Ja. Ich schlage vor, dass du auf diesem Teppich Platz nimmst, Mohalab. Trug wird etwas entfernter von dir sein als vorher, aber was schadet das? Sie hat keine Geheimnisse mehr für dich. Auch du rückst weit ab, hast du Angst. Mit zwei Dolchen im Gürtel. Zwei Wächter hinter dir, einer rechts, einer links. Vier Bewaffnete für einen Kaufmann, zu viel Ehre. Wir wissen, was sich für einen hohen Besuch schickt. Sitzest du bequem? Du bist sehr gütig. Es täte mir leid, wenn dich die Fesseln gedrückt hätten. Eine Salbe gefällig? Du überschüttest mich mit Wohltaten. Aber ich fühle mich gut, ich brauche nichts. Keinen Kuchen, keinen Becher Kamelmilch. Fang endlich an! Also beginnen wir. Und? Verstehe, dass ich das so lange hinauszögere wie möglich. Ich bin ein fein empfindender Mensch. Ich bin nicht so geeignet für das Geschäftsleben wie du. Ich liebe Verse. Höre. Gewöhne deine Hände zu geben Spend um Spende. So gibst du leicht am Ende dein Leben selber auf. Ein guter Rat. Nicht wahr? Hariri schrieb ihn im 30. Jahre seines Lebens. Es ist immer erfreulich, mit gebildeten Menschen zusammenzutreffen. Ganz meinerseits. Was ich aber damit sagen wollte, Mohalab, im 30. Lebensjahr also, dachte Hariri an sein Ende. Die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist offenbar diese. Man soll frühzeitig an das Ende denken. Wie alt bist du, Mohalab? Alt genug also, um an das Ende zu denken. Ich sehe, du verstehst es, die Verse für das Leben anzuwenden. Höre Hariri nun weiter. Begnüge dich mit Kleinem und sei dankbar. Genügsamkeit vergrößert kleine Späne. Vermeide Gier. Der Geier ist verachtet. Unedel die gefräßige Hyäne. Dein Kleid, zerrissen sei es. Nur deine Seele sei fleckenlos wie das Gewand der Schwäne. Diesmal offenbar schrieb Hariri für dich. Nicht doch solche Sätze, die Gold wert sind, beanspruchen wir nicht für uns. Wir verschenken sie an unsere Gastfreunde. Ah, ich bin dein Gastfreund. Sitzest du nicht auf weichem Teppich, boten wir dir nicht Kuchen und Kamelmilch? Und die Fessel? Warum sprichst du nicht weise, Mohalab? Warum erinnerst du mich an den Schatten, der unsere Freundschaft trübt? Also gut, ich bin dein Gastfreund. Und wirst es noch lange bleiben, hoffe ich. Wie lange? Du fragst so ungeduldig. Hast du etwas Eiliges vor? Leider, eine dringliche Reise nach Damaskus. Unmöglich, Mohalab, dass du so schnell von uns scheidest. Trug wäre untröstlich, Trug. Ich wäre untröstlich? Mir geht es ebenso. Wirklich? Oh, das freut mich. Aber ich weiß nicht, wie ich die Reise aufschieben soll. Oh, mach dir deswegen keine Sorge, das wissen wir. Und wie? Indem du deinem Diener Veritas dadurch. Ein tüchtiger Mensch, nicht wahr? Gewiss. Umso besser wird er deine Befehle ausführen. Deine Befehle? Sprich weise, Mohalab. Denk an unsere Freundschaft. Welche Befehle also? Nun, ich dachte, dass wir vielleicht deine Kamele in Obhut nehmen.
Wir behandeln sie gut und auch den Waren geschieht kein Schaden. Alles, was ich für Fatima kaufte. Ein halbes Vermögen. Ein halbes Vermögen nur? Wie viele verloren das Ganze? Denk an Hariri. Begnüge dich mit Kleinem und sei dankbar. Nein! Warum gibst du nicht freiwillig, was du doch verlierst? Verliere ich es? Etwas verlierst du auf jeden Fall. Entweder die Kamele und deine Waren oder... Oder? Aber Mualab, hast du die Lehre Hariris schon vergessen? So gibst du leicht am Ende dein Leben selber auf. Gib mir einen Tag Bedenkzeit. Oh, leider müssen wir El-Kuwait noch heute Nacht verlassen. Du wirst nicht gern mit uns gehen wollen. Sprachst du nicht von der Hoffnung, mich noch lange als deinen Gastfreund zu sehen? Es ist nicht weise, den Freund auf Widersprüche zu stoßen. Soll ich dich wieder fesseln lassen? Du kannst auch das haben. Ruhig, Omar. Mualab verweigert uns ja nichts. Ich bin in deiner Hand, es sei also. Mualab, mein lieber Freund, mein Blutsbruder. Was also soll geschehen? Bringt Tinte und Feder. Du wirst einen Brief an Velid schreiben, dass er die Kamele mit den Waren hierher führt, dass er die Begleitmannschaft entlohnt und entlässt und dass du ihm dann weitere Befehle geben wirst. Und kein Wort der Erklärung dabei. Wir wollen Velid nicht unnütz in Aufregung stürzen. Diener sind nicht verpflichtet, die Gemütsbewegungen ihrer Herren zu teilen. Den Boten! Hast du geschrieben? Ohne Verzug hierher zu führen. Ohne Verzug ist gut. Du überbietest mich in der Wahrnehmung meines Vorteils. Das ist der meine. Ich will frei sein. Gestatte, dass ich das lese. Freunde haben keine Geheimnisse voreinander. Du bist ein Schatz an Weisheit. Ich werde davon lernen. Ich fürchte, ich bin nicht immer weise. Und nun fort mit dem Brief! Wie wäre es nun, Mualab, wenn du dich etwas ausruhtest? Es wird einige Stunden dauern, bis die Kamele hier sind. Ich weise dir ein Gemach an, wo du schlafen kannst. Zumindest bist du allein. Und du weißt ja, dass manches Gute aus dem Alleinsein kommt. Lass mich dorthin führen. Kenne ich dich nicht? Woher? Vor der Stadt begegnete uns ein Bettler. Er war räudig und hinkte. Aber er sah dir ähnlich. Willst du einen räudigen Bettler in mir sehen? Ich sehe in dir, was du bist. Dann wärst du Allah gleich. Fertig, die Kamele? Du siehst doch, es ist alles bereit. Wohin geht der Weg? Wohin ich dich führe. Ich glaube euch allen nicht. Aber es ist die Schrift Mualabs. Verzeih, Mualab, dass ich deinen Schlaf störe. Ich schlief nicht. Du hörtest gewiss von draußen, dass die Tiere ankamen und den Lärm der Treiber. Ist alles fertig? Beinahe. Und Velid wartet auf deine Befehle. So, lass mich zu ihm. Du beklagtest dich vorhin, dass wir dich nicht einluden, länger unser Gast zu sein. Ich habe es mir überlegt. Du kannst bleiben. Was soll das heißen? Du versprachst mich freizulassen. Hältst du so dein Wort? Mualab, wir sehnen uns danach, deiner Weisheit noch länger teilhaftig zu bleiben. Trug so wohl wie ich. Trug ist übrigens meine Schwester. Wusstest du das? Sie ist niemandes Weib. Es ist mir gleichgültig. Schade. Sie liebt dich so sehr. Wir würden uns beide freuen, wenn du bliebest. Nein! Ich sagte dir schon einmal, warum gibst du nicht freiwillig, was du ja doch geben musst? Wie willst du gehen, wenn ich es nicht will? Dein Wort! Das Wort eines Banditen gilt nicht viel.
Wie lange also? Bis Velid zurück ist. Zurück? Woher zurück? Von Damaskus. Woher sonst? Sprich genauer, Omar. Verlorst du nicht mit der Karawane ein halbes Vermögen? Das sagte ich, und so ist es. Nun fehlt uns noch die andere Hälfte, Mohalab. Ich dachte, dass Velid sie uns bringt. Wenn er sie gebracht hat, müssten wir dich freilich schweren Herzens mit ihm ziehen lassen. Als Bettler. Vertrau du der verhüllten Hand, die keinen führt nach seiner Wahl. Und sei auf Wechsel stets gefasst. Denn Wechsel heißt das Weltschicksal. Immer wieder, Hariri. Harr aus im Leid, bis ihm zu weichen der heißt, der ihm zu nahen befahl. Ein immer brauchbarer Dichter. Ich dachte, 10.000 Piaster. Eine hübsche runde Summe. Nicht wahr? Und wer soll sie aufbringen? Nun, ich hörte, du habest mit Hassan, deinem Freund, ein Handelshaus in Damaskus. Seine Schwester solle deine Frau werden. Man wird doch, um seinen Schwager vom Tode zu retten, 10.000 lumpige Piaster übrig haben. Ich nehme an, dein Anteil am Geschäft ist viel größer. Kleiner. Dann müsste die Differenz auf Pietät gebucht werden. Jedenfalls dachte ich, lieber Mualab, Freund und Blutsbruder, du schriebest einen Brief, den Velid nach Damaskus bringt. Tinte! Papier! Ich möchte Velid sprechen. Oh, das ist nicht nötig. Er macht das alles schon recht und zu deiner Zufriedenheit. Ich sage ihm genau Bescheid, wohin er das Geld bringen soll. Und dann, lieber Mualab, schreibe an Hassan auch, du wärst Räubern in die Hände gefallen. Vielleicht macht das die Sache eiliger. Es ist zwar eine Lüge, aber Allah wird die Lüge verzeihen. Du weißt meine Worte, bevor sie die Lippen verlassen. Ja, es ist, wie du sagst. Und zudem nehmen wir es dir nicht krumm, wenn du uns mit einem so hässlichen Wort benennst, wo wir doch deine zärtlich besorgten Gastgeber sind. Oh, ich sehe, du schreibst schon. Wirklich, du bist weise, Moala. Was klagst du, Mualab? Ich sagte dir, geh nicht nach El-Kuwait. Einen Monat ist Velid unterwegs. Vielleicht findet er uns nicht. Er findet uns. Wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir kommen so viel umher. Ich behalte die Namen schlecht. Ich vermute, dass wir nicht weit vom Euphrat sind. Möglich. Wenn du auch Namen nicht weißt, du weißt mehr als die anderen. Was begegnete mir in El-Kuwait? Bemerktest du es nicht? Nur eine Gefangenschaft, eine Erpressung. Genügt dir das nicht? War es nicht mehr, Jesid? Du sahst ins Tal. Es ging abwärts. Vielleicht erwartete dich die Armut? Armut, gewiss. Betrübe dich deswegen nicht. Ich werde dir die 3 Piaster schenken, die du mir einst zuwarfst. Danke. Es gibt immer mehrere Worte für das Gleiche. Suche dir für Armut ein anderes aus. Eines, das mir besser schmeckt. Die meisten leihen sich ihr Dasein. Und dass sie es eines Tages zurückgeben müssen, verwundert sie. So werde ich das sein, was ich wirklich bin. Wenn du das erreichst, bist du reich. Ich werde nach Damaskus zurückkehren. Hassan und Fatime werden mir helfen. Und wenn Allah mir gewogen ist, habe ich den Verlust in einigen Jahren wieder wettgemacht. Warum lachst du, Jesid? Dann wärst du umsonst nach El-Kuwait gegangen. Umsonst? Für 20.000 Piaster? 20.000 Piaster? Wenn du es nach Piastern zählen kannst, war es billig. Aber ich fürchte, Mohalab, du kommst nicht so billig davon.
Wie meinst du das? Du musst noch etwas bezahlen, wofür keine Piaste genommen werden. Was also, Jesid? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Ahnung, dass es sein müsste. Woher kommt sie dir? Ich lese sie aus deinem Gesicht. Du betäubst dich mit Hoffnung. Sei still, ich glaub dir nicht. Das tatest du schon einmal. Sieh dort, drei Reiter. Zwei Reiter. Es sind Omar und Trug. Und ein leeres Pferd. Welid ist nicht dabei. Hast du Welid erwartet? Ich erwarte nur meine Freiheit. Meinst du, dass sie mit diesen Reitern käme? Ein Pferd ohne Reiter? Wir haben Welid nicht gesehen. Er kam nicht? Er muss wohl gekommen sein. In der Herberge gab man uns einen Brief. Wir suchten Welid, aber wir fanden ihn nicht. Und das Geld? Gib Mualab den Brief. Er soll ihn lesen. Er ist sehr kurz. Nicht wahr? Und schrecklich für dich, Mualab. Ich muss nach Damaskus. Gib mir den Brief. Es tut uns leid, Mualab. Aber nicht Mualabs wegen. Wir brechen auf. Bereite alles vor, ihr seht. Ich gehe. Ich muss nach Damaskus. Gib mir ein Pferd oder ein Kamel, Omar. Ein Pferd oder ein Kamel. Hörst du das, Trug? Gib es ihm. Und vielleicht noch 10.000 Piaster, wie? Du hast liebenswürdige Schwäger, Mualab. Wie hieß der Brief? 10.000 Piaster ist uns Mualab nicht wert. Und meinst du nun, mir wärst du ein Pferd oder ein Kamel wert? Ich bitte dich darum, Omar. Ich muss wissen, ob ich Fatime so wenig wert bin. Meinst du, sie wissen nichts von dem Brief? Ich kann es nicht glauben. Du tust mir leid, Mualab. Aber ich selbst tue mir noch mehr leid. 10.000 Piaster habe ich durch dich verloren. Durch mich verloren, Omar? Du scherzest. Ich habe damit gerechnet und komme nun in Schwierigkeiten. Wenn du so rechnest, habe ich die ganze Welt verloren. Und deswegen bist du nun auch in Schwierigkeiten. Er kann nicht zu Fuß durch die Wüste gehen. Er braucht nicht zu gehen, er kann reiten. Dank, Omar. Nicht wahr, so viel Großmut hattest du nicht erwartet. Nimm das Pferd, das für Welid bestimmt war. Ja, das kann er nehmen. Ich breche sogleich auf. Sag mir den Weg. Du brauchst ihn nicht zu wissen, wir reiten ja mit dir. Ihr wollt nach Damaskus? Damaskus keineswegs. Wir reiten nach Basra. Ich weiß nicht, wo ich bin. Muss ich nach Basra, um nach Damaskus zu kommen? Das ist die entgegengesetzte Richtung, aber du musst nach Basra. Heißt das, dass du mich nicht freilässt? Du bist ein schlechter Ersatz für 10.000 Piaster. Aber man wird sehen, was du wert bist. Was kostet der Weiße? 10.000 Piaster, Herr. Wer zahlt 10.000 für einen Sklaven? Er ist weiß. Schwarze sind weniger stolz und arbeiten williger. Er ist sehr gut. Zeige deine Muskeln, Mualab. Beuge den Arm. Ich will seine Zähne sehen. Tu den Mund auf, Mualab. Schaut seine prächtigen Zähne an, Herr. Geht nur heran, er beißt nicht. Er kennt mich, ich bin Welid. Was sagt ihr? Ich sage, die Zähne sind gut, aber er ist schon ungefähr 30 Jahre alt. Ich habe nur 8.000. 30 Jahre ist kein Alter. Dreh dich um, Mualab. Schaut seinen kräftigen Rücken. Lass ihn ein paar Schritte machen. Geh, Mualab. Er hinkt. Mit einer 50 Pfund schweren Eisenkugel am Bein hinkt wohl jeder. Sein Haar ist an den Schläfen grau. Wir haben es nicht gefärbt. Hier macht ihr einen ehrlichen Kauf. Kauft woanders eine mit gefärbten Haaren, wenn euch das lieber ist. 5.000. Er kann reiten, mit dem Dolch umgehen. Es ist schlecht, wenn ein Sklave seinen Herrn erdolchen und davonreiten kann. Er ist stark und arbeitet gern. Außerdem ist er klug. Für 10.000 Piaster müsste er weise sein. Man kann ihn als Verwalter gebrauchen. Er kann schreiben und rechnen, Verschiedenes zu kaufen und zu verkaufen und kann gut mit Menschen umgehen. Mich wundert, dass er Sklave ist, wenn er das alles kann. Unglückliche Schicksalsschläge. Mualab, schreibe mit dem Finger in die Luft. El-Kuwait. Hast du ihm das eingeladen? Wenn 17 Kamele mit Seide beladen sind, 230 Piaster der Ballen, welchen Wert tragen sie, Mualab? 3.910 Piaster. Oh, er kann auch sprechen. Ich dachte, er wäre stumm. Es ist ein Zeichen von Klugheit, wenig zu sprechen. 5.000 Piaster. 10.000. 6.000. 10.000. 7.000. 10.000.
8.000. 10.000? Bedenke, 8.000 Piaster für einen einzigen Sklaven. Dafür bekomme ich 4 Schwarze. Er ist weiß. Dann geh zum Teufel. Ich werde ihn von euch grüßen, Herr. Ich verkaufe die Kamele. Ich komme wieder. Was sagt ihr? Er sagte, er würde einen Schwarzen kaufen. Daran tut er recht. Warum hast du mich nicht für 8.000 verkauft? Niemand zahlt 10.000 Piaster für mich. Er trug einen falschen Bart. Ich hatte ein Misstrauen gegen ihn. Was kümmert dich ein falscher Bart, wenn er 8.000 Piaster zahlt? Bei einem anderen hätte ich vielleicht 3.000 gesagt. Aber ich sah ihm an, dass er dir nicht wohlgesinnt war. Oh, Jesid, du sollst den Vorteil Umars wahrnehmen, nicht meinen. Ich möchte, dass du in gute Hände kommst, Muhalla. Und betrügst dafür Umar? Ja. Ich danke dir das nicht, Jesid. Ich bin dir zugetan, Muhalla. Frage nicht nach Dank. Ich hasse dich deswegen. Das zerstört meine Zuneigung nicht. Ah, Jesid. Was kostet der Sklave? Verkauf mich nicht an ihn, Jesid. Ein Weißer, Herr. Zeig deine Muskeln, Mualab. Er kann schreiben und rechnen und ist sehr erfahren im Handel. Er ist klug und stark. Zeig deine Zähne, Mualab. Wie alt? 25, Herr. 30. Still, du Hundesohn. Was kostet er? Verkauf mich nicht, Jesid. 3.000, Herr. Herr, ich bin nichts wert. Ich hinkel. Ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht rechnen. Ich bin dumm. Er lügt, weil er bei mir bleiben will. Tölpel, ich sehe doch, dass dies der Richtige für dich ist. Ich kaufe ihn. Verkauf mich nicht, Jesid. 3.000 Piaster. Er heißt Muhalab? Muhalab, ja. 400, 500, 600. Fürchte dich nicht, Muhalab. Ich bin Saad, der Fürst der Parsen. Du wirst es gut bei mir haben. Ich fürchte nicht euch, Herr, sondern die Zukunft. Möchtest du lieber in die Vergangenheit gehen? Ja, denn ich kenne sie. Herr, er hat keine Vergangenheit mehr. 2.100, 200... 300, löst ihm die Kette. 800, 900, 3.000. Gut, Herr, Allah beschütze euch. Er beschütze auch dich. Leb wohl. Mualab, mein Sohn. Jesid. Komm mit mir, Mualab. Ich danke dir nicht, Jesid. Allah schütze dich dennoch. Aber Allah schützt, wen er will. 3.000 Piaster. Fremde! Wo ist der Sklave? Ich will ihn kaufen. Für 10.000? 9.000. Mehr brachte ich nicht zusammen. Ich sagte dir, dass das zu wenig ist für ein so prächtiges Stück. Gib ihn für 9.000. Wo ist er? Suche ihn. Dann bekommst du ihn umsonst. Leb wohl. Willig. Wir fanden ihn 3 Tage Reisen von hier am Fluss. Er hielt sich im Schilf versteckt. Er ist blass und abgemacht. Soll ich ihn hinken, Herr? Nicht sollst du. Geht jetzt hinaus. Hebe den Kopf mal ab. Sieh mich an. Ist es dir schlecht bei mir gegangen, Muhalla? Nein, Herr. Hast du gehungert, gedürstet? Herr, ich war nicht glücklich. Habe ich dir nicht die Aufsicht gegeben über die Sklaven meines Hauses? Was willst du noch mehr, da du doch selber Sklave bist? Herr, ich bin freigeboren. Niemand ist freigeboren. Auch ich kann eines Tages Sklave sein. Und ich niemals frei? Es schmerzt mich, Mualab, dass du nicht zufrieden bist in meinem Hause. Denn sieh, ich bin dir zugetan. Eines Tages werde ich dich freilassen. Wann, Herr? Wenn du nicht mehr ungeduldig bist. Dann ist es zu spät, Herr. Wie lange bist du bei mir? 3 Monate, Herr. Ist das viel? Wenig für den, der keine Wünsche hat. Höre, was ich dir sage und widersprich nicht. Ich höre, Herr, und widerspreche nicht. Dein Leben gehört mir und ist verwirkt.
da du geflohen bist. Ich bin dir gnädig und also darfst du am Leben bleiben. Ich danke euch, Herr. Hast du mir 20 Jahre treu gedient, so wirst du frei sein. Ich danke euch, Herr. Noch einmal vertraue ich dir die Aufsicht über meine Sklaven an. Darüber hinaus wirst du bestellt werden als der Hüter der heiligen Flamme im Tempel. Ich danke euch, Herr. So bist du mehr geworden durch deine Flucht. Aber glaube nicht, Mualab, dass du dich erhöhen kannst durch eine neue Flucht. Okbar, mein Henker hat wenig zu tun in meinem Lande. Er quält mich seit langem um ein Todesurteil. Er wird es mit Genuss vollstrecken, Mualab. Hüte dich also. Ja, Herr. Du darfst mir die Hand küssen zum Zeichen meiner Gnade. Und nun geh. Mualab. Herrin? Was träumst du? Ich horche auf die Flöte. Verstehst du ihre Sprache? Ich möchte sie verstehen. Ich bin gewiss, dass sie mir etwas zusingt. Ich verstehe sie. Der sie bläst, ist glücklich. Das ist kein Lied für mich. Für dich. Das Glück hat viele Gestalten. Aber du kennst nur eine. Du bist blind. Blind? Warum bist du geflohen, Mualab? Wie konntest du mir das antun? Euch, Herrin? Ich verletzte nicht euch. Mich am meisten, Mualab. Verzeiht, Herrin, ich kann mich nicht länger verweilen. Ich muss in den Tempel. Noch einen Augenblick, Mualab, für deine Fürstin. Ich höre. Mualab, du bist Sklave in diesem Haus. Ich kann über dich gebieten wie Saat. Dennoch bist du mein Gebieter. Und ich bin deine Sklavin. Herrin. Still. Widersprich nicht. Ich will, dass du mein Gebieter bist. Ich befehle es dir. Ich bin aus königlichem Geschlecht, Mualab. Du kennst meinen Stolz nicht. Er besteht auch daran, dass ich mich noch tiefer demütigen kann als andere. Herrin. Es gibt hier keinen Menschen, den ich so achte wie euch. Du sollst mich nicht achten. Du sollst mich lieben. Ihr seid die Gemahlin meines Herrn. Still davon. Sag mir, ob ich hässlich bin. Der müsste lügen, der das sagen wollte. Mualab, ich liebte dich vom ersten Augenblick an. Gefällt dir mein Mund? Gefällt dir mein Haar? Es gefällt mir. Danke. Ich muss in den Tempel, Herrin. Küsse mich. Herrin, euch küssen. Küsse mich. Wir sind im Garten, es ist heller Tag. Ich sage, du sollst mich küssen. Nun, sah uns jemand? Ich hoffe nicht, Herrin. Heute Abend aber, an dieser Stelle, Mualab. Hörst du? Es kommt jemand. Ich gehe. Hey, Flötenspieler! Bettler! Was bläst du für ein Lied? Hinaus aus dem Garten des Fürsten! Kennt ihr das Lied nicht? Herr? Ich bin kein Herr. Ich bin Sklave. Ein Damaszenerlied. Mualab. Willicht? Ja, Herr. Woher? Willicht? Bringst du gute Botschaft? Ich kam zu spät auf den Markt von Basra und ich suchte euch vergebens. Sagte dir Jesid nicht, wer mich gekauft hatte? Er schwieg, der Teufel.
Ich hoffe, es war Bosheit von ihm. Ich ritt kreuz und quer durch die Wüste, von Mosul bis Hadramaut. Endlich fand ich eure Spur. Über Damaskus folgte ich euch hierher. Ich hatte Pferde und Geld, aber eine Tagesreise von hier wurde ich überfallen. Ein Unglück, Herr. Denn nun bin ich als Bettler bei euch. Wie kommen wir nach Damaskus ohne Geld, ohne Wegzehrung, ohne Pferd oder Kamel, ohne Waffen? Und warum meinst du, sollte ich nach Damaskus? Wollt ihr nicht, Herr? Und der Brief? Oh, Herr, wir schrieben ihn doch nur, weil wir meinten, Omar würde euch laufen lassen, wenn er kein Lösegeld bekäme. Das war schlecht gerechnet. Aber du gibst mir das Leben wieder, Velid. Was sagt Fatime? Fatime, Herr, ich erzähle euch später von Fatime. Denken wir erst daran, wie wir nach Damaskus kommen. Damaskus, und dieses Wort zu hören. Fatime! Ohne Geld nach Damaskus. Betteln wir wie die wandernden Derwische. Es ist alles gleich, nur nach Damaskus. Herr, wir können nicht zu Fuß durch die Wüste und über die Gebirge gehen. Lass mich nachdenken. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein Dolch. Ich habe einen Gedanken, Velid. Er ist schändlich, aber es ist ein Gedanke. Er müsste viel einbringen. Damaskus ist weit. Findest du heute ein Essen und ein Nachtquartier? Das finde ich immer. So komm morgen früh wieder hierher. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, Geld zu finden. Verzeih, der Tag wurde mir zu lange ohne dich. Mir war er länger. Sieh, eben steckte ich mir eine Rose ins Haar, um zu dir zu kommen. Und die Dämmerung ist doch noch so weit. Ich brenne, Schiri. Still, wenn uns jemand hört. Verriegle die Tür. Still mit dem Gedudel. Vor diesem Hause gibt es keine Musik. Geh mit verhülltem Angesicht vorbei. Warum? Es ist das Haus des Henkers. Bist du der Henker? Ich bin es. So werden deine Schwerter die schärfsten sein. Ich schleife sie selbst. Ein armer Wanderer, Herr Henker, bittet um eine Gabe. Es ist schlechte Zeit für unser einer. Unser Fürst hat nicht die rechte Freude an der Todesangst, wie sie ein guter Herrscher haben müsste. Die Stricke vermodern und die Schneiden rosten. Scher dich zum Teufel, ich habe kein Geld. Kein Geld begehre ich, Herr Henker. Schleift mir diesen Dolch umsonst. Ja, gib her. Eine Damaszenerklinge, sie wird funkeln wie Diamanten. Aber es gehört Blut darauf, rot wie Rubin. Welch Geschmeide! Die Nachtigall. Mein Herz schlägt lauter. Shirin, geh mit mir fort. Wohin? Dahin, wo ich kein Sklave bin. Wo ich dich lieben darf. Wo du niemandes Weib bist. Lass uns fliehen, Shirin. Malab, auf die Flucht steht der Tod für dich. Ich fürchte ihn nicht, wenn du bei mir bist. 2 Tage reisen, dann sind wir außer Landes. Ich soll Saad verlassen? Liebst du ihn mehr als mich? Ich liebe dich. Flieh mit mir, Shirin. Oh, Mola. Hast du Angst? Nein. Mit ihr leben, Shirin, irgendwo, wo uns niemand kennt. Wenn ich nun ja sagte... Tu es. Aber wovon leben wir? Ich werde auf den Märkten Märchen erzählen. Stimmt.
du Märchenerzähler. Ich habe doch meine Juwelen. Ich besorge Pferde. Für morgen Abend. So schnell? Die Zeit lässt zweifeln, Shirin. Ich gehe mit dir. In diesem Kästchen ist Schmuck. Das willst du mir anvertrauen. Wundert dich, dass ich dir vertraue? Welit? Nach wem rufst du, Mualab? Ah, da bist du, Shirin. Bereit, entführt zu werden, mein Gebiet. Aber du riefst nicht nach mir. Ein Rossknecht ritt mit mir, aber er ist verschwunden. Er ist so ein Angsthase, er fürchtet die Nacht. Ich fürchte sie nicht. Welches ist mein Pferd? Halt, steig noch nicht auf. Warum nicht? Vergaßest du nichts? Wenn du Mantel, Gewand oder Schuhe meinst, so vergaß ich nichts. Auch eine Kapsel Gift nahm ich mit. Gift? Ehe mich das, was ich vergaß, wieder einfängt. Still davon. Ja, still. Komm. Mich dürstet. Brich ein paar Äpfel im Garten, während ich die Sättel richte. Wir kommen durch 100 Gärten, Mualab. Ich möchte sie aus diesem, Shirin. Verstehst du das nicht? Von dem Baum, unter dem du mich küsstest. Ja, Mualab. Such die Schönsten. Fort jetzt, fort. Mualab? Welit, da bist du endlich. Ist alles bereit? Alles. Du kamst spät, beinahe hätte ich mit Shirin reiten müssen, anstatt mit dir. Auf und schnell fort. Mualab! 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 Oh. Schicktest du mich dafür fort? Schon die Pferde, Mualab! Wir brauchen einen Vorsprung. Niemand verfolgt uns. Weiter, weiter, die Nacht durch. Ich fürchte Shirins Nähe. Ihre Rache? Nein, aber mein Gesicht ist rot vor Scham. Gepriesen sei die Finsternis der Nacht, die es noch verbirgt. Nur fort, weiter fort von meiner Schande. O Mualab. Genug Meilen jetzt zwischen uns. Bist du zufrieden mit mir? Du wusstest wohl, dass du auf mich rechnen konntest. Dass ich schweigen würde. Und ich habe dich wohl verstanden, als du ohne mich fortgingst. Dein Gott soll dich schützen. Und lasse dich dorthin gelangen, wohin es dich verlangt. Jetzt. Jetzt haben sie entdeckt, dass er fort ist. Ich bringe ihn zurück, tot oder lebendig. Lebendig, Ogba, lebendig. Hüte ihn, wie dein Auge abfällt. Sehr wohl, Herr. Es ist doch besser, einen Lebendigen zu hängen, als einen Toten. Keine Spuren? Es heißt, zwei unbekannte Reiter hätten gestern Abend in Eile das Palastviertel verlassen. Zwei? Vielleicht hat ihn der Teufel geholt.
Wie viele Tage reisen bis Damaskus, Velid? Ungefähr 20. Das ist viel. Ein Jahr kann wenig sein und ein Augenblick viel. Das wissen wir also, was 20 Tage sind. Wir müssen auf der Hut sein. Wir können nicht wissen, was uns zustößt, Velid. Wir könnten unversehens getrennt werden. Was meint ihr damit, Kaufmann Mualad? Nimm diesen Beutel. Ich habe die Juwelen geteilt. Gut. Ich nehme sie, um nach Damaskus zu kommen. Und wozu sonst? Ich bin euch ungern dankbar, Mualad. Du musst mir nicht dankbar sein, aber warum bist du es ungern? Erlasst mir die Antwort. Dankbar muss ich sein, Velid. Du kamst durch Wüsten und über Berge zu mir und du warst treu. Ich war nicht treu, Mualad. Was ist dann Treue? Es ist besser, wir schweigen darüber, bis wir in Damaskus sind. Du machst mir Unruhe. Und willst schweigen? So höre denn, Kaufmann Mualab. Wenn wir nach Damaskus gekommen sind, werde ich dein Feind sein. Wenn du in Damaskus mein Feind bist, bist du es auch hier. Ja, ich bin es auch hier. Willid. Ich bin nicht mehr dein Diener, Kaufmann Mualab. Musst du deswegen mein Feind sein? Oh, Willid. Höre also, was du erst in Damaskus erfahren solltest. Erinnerst du dich an den Brief? 10.000 Piaster ist uns Mualab nicht wert. Hassan schrieb ihn auf meinen Rat. Ich finde daran nichts Schlimmes. Du dachtest, Omar würde mich freilassen. Das sagte ich, Mualab. Aber ich dachte etwas anderes. Was dachtest du? Dass er dich töten würde. Soll ich dir den Beutel zurückgeben? Behalte ihn. Sprich weiter. Omar tötete dich nicht. Er verkaufte dich als Sklaven. Da befiel mich die Reue und ich beschloss, dir zu helfen. Du bist besser, als du sagst, Velid. Jeder Mensch hat böse Wünsche. Denke nicht, dass ich gut bin. Erwarte nichts von mir. Ich wollte dir helfen, aber das sollte das Letzte sein, was ich für dich tat. Ich wollte dich nach Damaskus geleiten und von da ab dein Feind sein. Nun bin ich es jetzt schon. Aber Velid, warum willst du dich aus mein Feind sein? Ich will es nicht. Du willst es. Ich? Velid, du träumst. Höre nur weiter, Mualab. Ich sagte dir, dass ich nicht mehr dein Diener bin. Du bist kein Sklave. Ich kann dich nicht hindern, aus meinen Diensten zu gehen. Ich bin Kaufmann geworden. Ah, rechnest du jetzt besser? Ich hoffe es, Mualab. Ich wurde Teilhaber Hassans, deines Schwagers. Dabei ist es ganz lächerlich zu sagen, dein Schwager. Velid. Eine alte Gewohnheit von mir, eine Redensart, die nichts bedeutet. Velid. Was ist mit Fatime? Fass mir nicht in die Zügel, Mualab. Das vertrage ich nicht. Ich habe gestern meinen Dolch schleifen lassen. Schau her. Und sieh dich vor, dass ich ihn nicht brauchen muss. Was ist mit Fatime? Willst du die Juwelen zurückhaben? Fatime wird mein Weib werden, Mualab. Du bist schlimmer als Omar. Du verkauftest mich schlimmer. Sieh dich vor, Mualab. Die Hand weg. Ich erwürge dich da. Ah! Du hast schlecht gerechnet, Kaufmann Mualab. Oh. Willst du die Juwelen wieder haben? Ich glaube, du brauchst sie nicht mehr. Ich werde Fatime Grüße von dir ausrichten. Velid. Hilf mir. Lebend sollte ich ihn bringen, Herr, aber es ist nicht meine Schuld, dass er mehr tot als lebend ist. Konnte ich das wissen, als ich den Dolch schliff? Sei nicht geschwätzig, Ogbar. Wie oft willst du das erzählen? Schafft ihn ins Gefängnis. Den Kranken ins Gefängnis? Und ruft meinen Leibarzt zu ihm. Er muss gesund werden. Wir tun alles, Herren, aber gesund... Geht, verliert keine Zeit. Soll ich ihn pflegen? Saad? Du?
Er ist in guten Händen. Die Fürstin braucht einem Sklaven im Gefängnis nicht zu helfen, auch wenn er 3000 Piaster wert ist. Sei nicht hart gegen ihn. Man fand bei Mohalab ein Kästchen mit Juwelen. Sieh her. Es ist das meine. Hast du bemerkt, dass es dir gestohlen wurde? Nein. Meinst du, er habe es gestohlen? Wer sonst? Der andere, der ihn erstach. Und warum nahm der die Juwelen nicht mit? Niemand. Mualab habe den Dieb bemerkt. Habe ihm nachgesetzt, ihm das Kästchen entrissen. Im Handgemenge trifft ihn der Dolch des anderen. Und der Dieb lässt das Kästchen bei dem Bewusstlosen liegen. Sieh nach, ob alles darin ist. Es fehlt ein Armreif. Ein Halsgeschmeide. Rubine in der Ohrringe. Und die Gürtelschnalle. Der Dieb hätte sich also nur die Hälfte genommen. Oh, ich weiß es ja nicht. Wenn Mualab noch einmal zum Leben erwacht, werden wir das wissen. Shirin. Ich wünschte, er erwachte nicht wieder. Die Salbe morgens und abends auf die Wunde. Oh, Mualab, was muss ich mich mühen, dich zum Leben zu bringen, damit ich dich henken kann? Mit Kamillentee die Lippen befeuchten. Seit 3 Tagen mit Kamillentee die Lippen befeuchten. Was soll aus einem Menschen werden, wenn er nicht zu sich nimmt als die Feuchtigkeit der Kamille? Hunger zu sterben ist ein schrecklicher Tod. Mualab, wach auf, iss etwas und freue dich, dass du von mir zum Tode befördert wirst. Mualab, ich bin ein Meister meines Fachs. Glaube mir, dass der Hunger ein Stümper ist. He? Sagtest du was? Er bewegt die Lippen. Nein. Oder doch? Ach, Mualab, du verstehst es ein, auf die Folter zu spannen. Du gebest einen brauchbaren Gehilfen für mich ab. Welid. Du sprichst ja, Mualab, Freund, liebster Freund, du sprichst ja. Und du hast ja die Augen auf. Am Ende schielst du deinen Freund Okbar schon seit 3 Tagen an und tust nur so, als wärest du halbtot. Und ich koche Kamillentee und bestreiche dich mit weißen und gelben Salben. Wo bin ich? Das ist die richtige Frage für solche Fälle. Aber lass gut sein, sprechen wir nicht darüber, wo du bist. Es ist sehr einfach eingerichtet hier, sozusagen ärmlich. Aber Stroh hält warm. Warte nur. Ich werde dafür sorgen, dass du bald wo bist, wo es schöner ist als hier. Du bist Okbar, der Henker. Erkennst du mich? Oh, wie mich das freut. Lass dich umarmen, mein Freund. Wirklich, Mualab, du bist mir der Liebste von allen. Das habe ich schon öfter gehört. Niemand meinte es so ehrlich wie ich. Sag mir nur eines, Mualab. Sag's mir ganz unter uns. Was? Hast du der Fürstin die Juwelen gestohlen? Ja. Lass dich umarmen, Mualab. Ja, Herr. Ich habe sie gestohlen. Mualab, denke daran, dass es um dein Leben geht. Erinnere dich genau. Denke nach. Stahl sie vielleicht der andere? Welid? Nein. Vielleicht fandest du sie. Gewiss fand ich sie, sonst hätte ich sie nicht genommen. Keine Scherze, Mualab. Vielleicht fandest du sie zufällig, ohne zu wissen, wem sie gehören. Ich wusste, dass sie der Fürstin gehören. Vielleicht gab sie dir jemand. Niemand gab sie mir, Herrin. Ich habe sie gestohlen. Das ist schade,
Mualab. Okpa! Herr? Geh mit ihm. Ist es soweit, Herr? Es ist soweit. Warte! Saad, ich gab Mualab das Kästchen. Du? Ja. Du gabst ihm die Juwelen? Damit er entfliehen konnte. Oh Herr, die Fürstin ist gütig und voller Mitleid. Es tut ihr leid, dass ich sterben soll. Ich habe die Juwelen gestohlen. Wen glaubst du? Der Fürstin oder dem Sklaven? Ich glaube ihm. Ich danke euch, Herr. Komm, Opa! Wartet! Saad, kennst du diese Kapsel? Es ist Gift. Gib her! Sieh her. Ich esse sie. Shirin! Es ist noch Zeit zu sagen, was ich dir zu sagen habe. Wirst du mir nun glauben? Shirin! Er ruft deinen Namen, Shirin! Ich gab ihm die Juwelen, weil ich ihn liebe. Und weil ich mit ihm fliehen wollte. Aber er ließ mich zurück. Er verschmähte mich, hörst du? Du hast keinen Grund mehr, ihn zu töten. Shirin. Nein. Nein. Halt mich nicht in deinem Arm, Saad. Ich liebe ihn. Ihn. Hörst du? Oh. Boah. Jetzt stirbt sie. Was steht ihr hier und gafft? Packt euch, sag ich! Packt euch! Ja, Herr! Soll ich ihn hängen, Herr? Bist du noch nicht unterwegs? Wohin führst du mich? Auf die Klippe des Schweigens. Ein beruhigender Name. Die Fessel schneidet mir in die Hand. Das ist bald vorbei. Du hast recht. Es geht ganz schnell, verstehst du? Ich gebe dir einen kleinen Stoß und du fällst 200 Klafter tief in die Schlucht. Mach es nur richtig. Die meisten schreien nicht einmal. Wahrscheinlich verlieren sie gleich das Bewusstsein. Ich freue mich für dich, dass du endlich wieder etwas zu tun hast. Ich danke dir, Mualab. Du bist der Erste, der mich versteht. Aber ich hoffe doch, jetzt werde ich wieder mehr Arbeit haben. Nachdem Shirin tot ist, wird der Fürst sich besinnen, wie man recht regieren muss. Stand hier die Fürstin im Wege? Sie war zu sanft. Ja. Sie war sehr sanft. So. Jetzt sind wir angelangt. Man sieht weit ins Land von hier. Nicht wahr? Das ist mein liebster Spaziergang. Andere gehen nicht gern hierher. Das glaube ich. Hast du noch einen Wunsch? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann... Mir fällt etwas ein, Okba. Erzähle es mir, Mualab. Ich habe oft daran gedacht, mir eine Sammlung der letzten Gedanken anzulegen. Wie findest du das? Ich finde es gut. Nicht wahr? Leider kann ich nicht schreiben, daran scheitert es. Manche meinen, der Tod sei ein Augenblick. Dabei dauert er manchmal ein ganzes Leben lang. Ach, wenn ich doch schreiben könnte, Mualab. Mein Tod begann in El Kuwait. Der Bettler Jesid sagte, geh nicht nach El Kuwait. Aber er hatte eigentlich Unrecht. Ich konnte ruhig dorthin gehen. Falsch war nur, dass ich der Magd folgte, die mich zu ihrer Herrin rief. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das war falsch. Oh, Okba, könnte ich den Augenblick noch einmal haben. Ich täte es anders. Nachher ist man immer klüger. Wenn sich dieser Augenblick
wiederholte. Mualab? Ja? Jetzt stoße ich dich hinab. Nein! Was ist euch, Herr? Willid, warum schreit ihr plötzlich? Ich glaub dich viel. Herr, ihr saßet ganz ruhig. Willid, wo bin ich? Vor 2 Stunden ritten wir in El Covet ein. Wir sind in der Herberge. Die Kamele sind abgehalftert und im Stall. Ich glaube, ich habe geträumt. Herr, es war, als wäret ihr einen Augenblick ohnmächtig gewesen. Einen Augenblick? Oh, Willid, waren es nicht Monate? Jahre? Herr, ihr fiebert. Was habe ich nur geträumt? Ich weiß nichts mehr. Wo sind wir? In El Covet, Herr. Erinnere mich weiter, Willid. Unsere Karawane kommt aus Indien. Die Kamele sind beladen mit Seide, mit Teppichen, mit Häuten. Mit Gewürz. Und vorhin begegnete mir ein Bettler, der sagte, geh nicht nach El Covet. Ja, das sagte der Narr. Seht ihr, jetzt erinnert ihr euch. Denkt an Damaskus. Ach, Fatime. Ihr Haar ist schwarz wie die mondlose Nacht. Schlug nicht ein Hammer in der Schmiede? Winkt mir nicht eine Frau? Es war nicht Fatime, Herr. Fatimes Augenbrauen sind gebogen wie das Horn des Mondes. Still von Fatime! In El Covet ist kein Platz für sie. Der Bettler machte euch Furcht, Herr. Wenn euch dieser Platz so verwirrt, so lasst uns aufbrechen. Aufbrechen? Wohin? Nach Damaskus. Ich werde nie nach Damaskus kommen. Lasst uns aufbrechen. Es ist zu spät. Willid. Hörst du die Schritte? Tritt herein. Wer bist du, Weib? Meine Herrin bittet den Kaufmann Mualab, zu ihr zu kommen. Wer ist deine Herrin? Sie winkte euch. Herr, eine Dirne. Ich gehe mit dir. Geht nicht, Herr. Geht nicht. Leb wohl, Willid. Allah möge euch schützen, Herr. Aber geht nicht. Allah schützt, wen er will. Ich gehe. Wir brachten Geh nicht nach El Covet, Hörspiel von Günther Eich. Es sprachen Mualab, Peter Lühr, Walid, Jürgen Goslar, Jesid Karl Box, Markt, Frenze Roloff, Omar, Kurt Lieg, Trug Henny Schneider-Wenzel, Saad, Heinz Woster, Shirin Dagmar Altrichter, Okbar, Walter Richter, Musik, Hans Engelmann, Regie Walter Knaus. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1956.